Der neue Firmensitz der JP Immobilien hat neben der einzigartigen Architektur eine überaus interessante Geschichte. Telegraph 7 ist ein imperialistischer Industriebau vom Kaiser Franz Josef, wo eigentlich die Telekommunikationszentrale Wiens unter anderem ihren Sitz hatte. Und dieser historische Bau blieb erhalten und wir haben innen hinein ein ganz modernes Bürogebäude gesetzt mit modernster Büroinfrastruktur. Neben dem aufwendigen Umbau, der die traditionellen und denkmalgeschützten historischen Details mit neuen baulichen Elementen wie den riesigen Glaskuben vereint, bietet Telegraph 7 seinen Mitarbeitern etliche andere Bonis. Wir haben einen super Public Space am Dach, eine riesen Dachterrasse, die jeder verwenden kann zum Grillen, zum Chillen, um Meetings zu machen. Wir haben eine Telegraph 7 Suite, also ein komplett ausgestattetes Hotelzimmer von Minibar bis Bademantel, die jeder Benutzer des Hauses for free in Anspruch nehmen kann. Er muss nur die Reinigung und das Befüllen der Minibar im Anschluss zahlen. Dann haben wir einen tollen Gym im Erdgeschoss, hinten hinaus in den Garten. Zukunftsträchtig und klar im Trend sind die zusätzlich angebotenen Coworking Spaces. Unter dem Namen Telegraph 7 Works werden rund 20 Arbeitsplätze zwischen einem Monat und einem Jahr vermietet. Wir sind auf einer Fläche von 240 Quadratmetern und bieten insgesamt knapp unter 25 Arbeitsplätze an. Bei der jetzigen Bestuhlung, die wir haben, Ziel ist auch, dass wir das nicht zu eng stellen, sondern dass da jeder auch sinnvoll arbeiten kann. Ziel ist nicht, dass man hier so möglichst viele Leute reinquetschen wie nur möglich, sondern dass man hier wirklich gediegen und schön arbeiten kann. Also von der Policy ist es bei uns so, es gibt für einen fixen Preis, gibt es einen fixen Platz, der alle unsere Services inkludiert. Wir starten bei 290 Euro im Monat, wenn man sich ein Jahr bindet. Braucht man mehr Flexibilität, kann man auch monatsweise buchen, da sind wir bei 350 Euro. Bei solch einem faszinierenden Projekt ist es nicht verwunderlich, dass man bereits 4 Preise in den Kategorien Architektur, Design und Innenausbau gewinnen konnte. Aber was plant JP als nächstes? Wer uns kennt, weiß, dass wir keine Technokraten sind. Wir verkaufen keine Quadratmeter, wir verkaufen Emotionen und ein Gesamtpackage. Das nächste Büro wird sicher sehr emotionalisiert werden, wie unser Projekt Telegraph 7. Wir werden große Allgemeinbereiche haben, die für alle im Haus nutzbar sind. Und wir werden noch mehr Coworking Space machen, als wir in diesem Objekt haben.